Wir kommen zum zweiten Tag mit Flandery. Sie spielen gegen Servine. Die Streak, dass wir nicht anfangen dürfen, bleibt echt konstant. Ich meine, wenigstens also haben wir keinen dieses... der Kleinen, aber wir haben beide Pots. Also wir sollten eigentlich einen Kleinen finden können. Ja. Schade, dass wir den... Oh, cool. Ice Barrier. Ja, das darf er haben. Ja, das ist doch kein Dimshifter. Aber der kriegt den Dimshifter noch. Inzwischen ist Ice Barrier ja anfällig für sowas. Das heißt, inzwischen ist es anfällig. Ich würde eher sagen, inzwischen kann Ice Barrier in einem Zug genug machen, um Dimshifter anfällig zu sein. So, was hast du jetzt gemacht? Der Summoned. Ja, wir schmeißen jetzt einfach mal. Ja. Hat die Discard oder das Sentinel Graveyard? Weil der da hat, Discard, okay. Der da will ja im Friedhof sein. Also okay, aber mir geht es darum, dass sie auch, wenn wir Dimshifter vor der Aktivierung geschmissen hätten, er trotzdem den Effekt benutzen hätte können. Genau, jetzt darf er auch mit dem Frost Spirit nicht kombonen, weil er darf nicht vom Deck auf den Friedhof legen. Richtig, das darf er nicht. Okay, das darf er. Ja, die darf jetzt... Haben wir dann jetzt einen Trish an der Backe? Ja, wir haben Trish an der Backe. Okay. Okay. Wenn wir Glück haben, verlieren wir den Pot. Also Extravaganz. Ja. Ey, es ist eigentlich egal, was wir hier verlieren. Oh, das ist kein Trish. Blödsinn. Oh. Das ist ein Frosch. Okay. Das ist jetzt nicht signifikant angenehm. Eigentlich ist das, also das ist jetzt doof. Also Trishler wäre angenehmer gewesen als der Frosch, aber der ist auch handelbar. Es ist nur ein Negate. Okay, ja, Trishler wäre auf jeden Fall besser gewesen. Ja, wir müssen mit dem Pot anfangen, leider. Ja. Das Ärgerliche ist, dann hat der den. Nein, das ist ärgerlich. Okay, dann aktivieren wir jetzt das Terraforming. Goddammit! Ich schätze, wir wollen den Flanderys Field Spell. Ja. Dann aktivieren wir den. Nö. Dann aktivieren wir jetzt Duality. Den winkt der auch durch. Und wir kriegen keinen der Kleinen, das ist ja super. Ja, dann nehmen wir den permanenten Spell, I guess. Ja, schätze ich mal, dann können wir im nächsten Zug cyclen. Und go. Ja, passt für ein... Wenn wir Glück haben, spielt der... Das habe ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Jim Jojo. Okay. Dürfen wir anfangen? Nein. Welcher war das? Der Beste. Der den anderen Kleinen. Ja, das ist gut, okay. Dann ist ja alles gut. Ja. Ob das wohl ein Brick an einem 60-Karten-Haufen ist oder ob das einfach 60-Kart-Trap ist, wir werden es erfahren. Was ist das denn? Dark Magician. Okay, jetzt hat er Dark Magician auf dem Deck, den darf er. Ob der wohl eine Dark Magician-Karte in den oberen 3 findet, ne? Boah! Wenn er den Dark Magician zieht, dann wird er wahrscheinlich den Navigation da liegen haben. Ja, oder es war einfach die eine von. Oder das war einfach. Also die. Oder die anderen beiden waren einfach nicht. Also, ne? Ja, wenn der hier nicht jede Karte, die den Dark Magician im Text auflistet, nach oben hätte legen können, dann ja. Naja, stimmt, der hätte sich einfach was Sinnvolles oben drauf legen können. Außer halt, der hat schon was Sinnvolles und braucht dann noch den Dark Magician zum Enablen. Ja, klar. Dann können wir wohl davon ausgehen, dass dann Navigation liegt. Ja, gut. Dann könnten wir eigentlich jetzt erstmal Dimshiftern. Also in Response auf den Pot dann. Weil dann landet die Navigation im Exile und hat ihren Grave-Effekt nicht. Ja. Und wir müssen es als Reaktion auf den Pot machen. Das ja sowieso. Ja, ansonsten wäre ja was im Friedhof. Außer er chain die Navigation jetzt direkt an. Das geht natürlich auch. Ich wüsste nicht, warum er es machen sollte, aber okay. So, dann. Go. Jetzt sollte er Navigation anketten. Tut er nicht, auch gut. Okay. Dann, machen wir zusammen. Wir können noch den Feedspell aktivieren, theoretisch, falls wir noch was baiten können damit. Ja.
klar. Die Chance gibt's ja immer. Ja, ist mir aufgefallen, wie oft wir das One-Off-Ding ziehen? Ah, there we go. Ja, super Sache. Hat er. Ich wollte gerade fragen, welchen Effekt nochmal dieser Dark Illusion-Idiot hatte, bis mir dann aufgefallen ist. Bis mir dann aufgefallen ist, er hat ihn gar nicht geholt. Ja, super. Damit haben wir Circle gebaitet. Jo. Super. Okay, dann machen wir weiter. Mhm. Mit dem, was wir eigentlich tun wollten. Incoming Strike natürlich. Nicht. Nee, anscheinend nicht. Dann brauchen wir den Adler. So, und das sind ja jetzt Special, die können wir ja zubucken. Ja, aber wir brauchen jetzt natürlich trotzdem den Spell Trap Search. Ja. Aber beim nächsten Mal dann. Maximale Searching. Und dann behalten wir. Dann aktivieren wir nur den da. Den nicht, dann haben wir den nächsten Zug noch zum Chain blocken, weil wir haben ja noch einen. Ja. So. Dann aktivieren. Ich bezweifle, dass auch irgendwas kommt, wofür wir Chain blocken müssen, aber sein kann es ja immer. So, und dich lassen wir am Banish-Pile. Das Ding zum Beschwören im Gegnerzug, würde ich sagen. Das Ding. Ja. Und nein, wir wollen nicht nochmal zusammen. Nein. Dann Angriff. Ja. Effekt aktivieren müssen wir ja nicht. Müssen wir keinen. Wäre nur eine Ressourcenverschwendung, jetzt den Effekt zu benutzen. Außer es kommt noch irgendein Attack-Buff? Nein. Banish-Pile für dich. Ja, dann ZZ-Pass. Im nächsten Zug kriegt man dann im besten Fall den Dim-Shifter aus dem Friedhof. Der darf jetzt nochmal was genau? Eine Karte ziehen. Der darf irgendwie Karten ziehen. Eine Karte ziehen darf er. Oder einen Dark Magician auf dem Feld hat. Genau. Ja, ja, okay, dann macht er das mal. Er darf pro verschieden. Also wenn der Dark Magician Girl und so weiter hat, für jeden verschiedenen darf er eine ziehen. Bis zu vier. Weil die beiden Palladium-Orakels noch zählen. Der Dark Illusion-Idiot zählt nicht? Nee, der zählt ja als Dark Magician. Achso, ja stimmt, da steht ja drauf, dass er ein Dark Magician ist. Und damit so, was ist das da? FNAC. Tick ist declared. Interessante Karte? Okay. Wann müssen wir Battlestep normeln? Achso, halt, normeln. Jetzt. Jetzt. Müssen wir das während der Mailphase machen. Ja, machen wir das jetzt? Wieso sollten wir das jetzt machen? Was haben wir davon? Per Point? Ja, dann stimmt, dann soll er angreifen. Wir räumen den Dimshifter von der Hand weg. Und. Ne, wir müssen Flunderies banishen, glaube ich. Oder? Ach ne, nur eine Karte. Okay, never mind. Ja, dann geht der Dimshifter. Dann geht den Dieter Dimshifter. So, dann darf er sein. Dann darf er den dazu. Ach so, er kann den Spellcounter runternehmen. Ja. Wann kriegt der Spellcounter? Wenn er dann angreift oder angegriffen wird. Ich glaube, wenn ein Tag declared wird, einfach immer. Ja, genau. So, und jetzt können wir auch machen. Ja. So, nicht Featherstorm, bitte. So. Aktivieren und das ist der. Was können wir da jetzt machen? Aus dem Exile. Achso, nee, das machen wir noch nicht. Wobei, doch, Gott, meine ich, machen wir den für den nächsten Zug direkt. Na gut, beim nächsten dann. Hätten wir es mal. Wir könnten das negieren. Lohnt sich aber nicht, weil ich meine, wir können den nicht einfach direkt wiederholen. Das ist das. Ich, wir verlieren nicht wirklich was auf die Art, also tempotechnisch. Ich hätte gerne eigentlich den. Doch, eigentlich. Wobei, stimmt, wir kriegen den ja einfach wieder. Ja, ja, stimmt, ja. Das ist wurscht. Also dafür ist der Featherstorm mir ein bisschen zu wertvoll.
Ja, ich hätte Chainblocken sollen, das ist richtig. Aber es ist nicht wirklich tragisch im Endeffekt. Weil ich meine, er hätte dann ja spätestens den hier geasht. Und dann hätte bald die Kleinviech auf dem Feld gehabt. Und in unserem Zug geht es ja direkt weiter. Er hat auch keinen Dark Magician im Friedhof, also wenn er den Eternal Soul hat, hat er trotzdem keinen Circle Interrupt. Er scheint sich nicht ganz sicher zu sein, was er machen will. Also zusammenschieben funktioniert im Zweifelsfall immer. Ja. Ich habe gerade im Kopf auch keine Dark Magician-Karte, die mir jetzt in der Situation weiterfinden, sonst weiß ich noch nicht, ob irgendwann wieder mal eine neue rausgekommen ist. Es kommen ja irgendwie ständig neue raus. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig alles. Na? There we go. Ja, dann haben wir wohl mal so einen Pot. Ja. Irgendeinen Interrupt scheint er ja zu haben. Normals haben einen Grand Maju Angriff. Okay. Welcher war das? Das war der, der was für Squanches zurückholt, glaube ich. Ja, super. Bringt uns gerade aber nicht weiter. Ja, dann können wir jetzt mal den anderen... Ja, wir fangen auf jeden Fall mit dem hier an. Die Reihenfolge ist ja egal, weil die immer nur irgendwas normeln müssen. Ja. Und nicht explizit das, was wir gesucht haben. Irgendwas Banishes oder ein Winged Beast? Achso, eine gebanishte Flanderies-Karte muss es sogar sein. Okay, ja gut, dann wäre die Trap gebanished, also alles gut. Ja. So, dann nehmen wir den letzten for the good measure. Ja. So, dann ja. Aktivier dich, such den anderen. Irgendwas hat der. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir noch den, der die Trap zurückholt. Yep. Und dann tributen wir einmal. Und dann müsste der tot sein. Sollte. Achso, der kommt wieder auf die Hand zurück. Ja. Ja, ist okay. So, ja, Angriff. Wo? Muss irgendwas battlen oder konkret eher? Discard, okay. So, er kriegt einen Token. Achso, stimmt, den können wir gar nicht zerstören, weil der immer wieder einen Token kriegt. Nervig. Das ist nur once per turn. Nee. Aber gut, Attack halbiert wird ja trotzdem. Spell Trap Removal technisch haben wir gar nicht so viel, ne? Nein. Ich meine, wir können ihn den Quick Effect mit dem wir zubucken und dann hat der den Equip nicht mehr. Glaube ich, oder? Ja, das
können wir dann mal machen. Genau, sobald der, können wir dann machen und dann ist gut. Dann sagen wir mal go. Ja, nicht ganz, wir können noch den außerdem, hier machen. Ja, ja. Außerdem sollten wir theoretisch noch einen Nightmare Phoenix im Extra-Deck haben, könnten wir den nächste Runde auch bauen. Das wird den auch los, weil jetzt nächstes haben wir nicht mehr, was wir Tributen könnten. Aha! Also ich nehme trotzdem. Ja. Damit können wir auch die, zumindest... Den hier. Den mit mir halten, aber den können wir weglegen. Ja. Hätten wir mehr Tribute vor da? Achso, wir dürfen nicht Karten, wir dürfen keine Karten ziehen. Ja, dann. Set Pass Turn. Auch guter Mann, Banish Target. Ist unter Mantel oder gehen? Ne, geht immer im Zug, okay. Ich meine, du solltest in die Battleface. Doch, Quatsch, er kann ja natürlich in die Battleface gehen, um die hier anzugreifen. Magician's Rod. Das will ich irgendwie verstormen. Ja, braucht er nicht. Gar nicht anfangen lassen. Mit den Shenanigans. Ah ja, Relinquish Anima wird ihn auch los. Mhm. Ach, der liegt ja freundlicherweise zonenmäßig. Das ist sogar ziemlich, das wäre sogar ein ziemlich cleaner Removal. Dann haben wir sogar noch einen, einen 2-5er Attackstock auf dem Feld. Ja. Unter dem Aspekt würde ich ihn sogar offen lassen. Dann verlieren wir halt ein paar Lebenspunkte und die kleinen Scheiß drauf, die kommen eh wieder. Mhm. Die kleinen locken uns alle aus Specials, ne? Also wenn wir sobald wir einen davon genommelt haben, ist vorbei. Wenn wir ihn in unserem Zug normeln, ja, wir können ihn noch in der Mainphase 2 normeln. Ja, yeah, natürlich. Wegen ja. Der darf der auch kaputt gehen. Eigentlich ja. Das wird sogar besser, wenn der kaputt geht. Weil dann können wir den hier mit banishen, hier mit wieder auf die Hand nehmen und dann das hier benutzen. Ja, genau. Das war gerade so meine Idee gewesen. Oh nein, er ist tot. Jetzt müssen wir nicht mal normeln. Wir machen es natürlich, aber wir müssen es theoretisch nicht. Aber du lockst uns nicht auf Special Summons, oder? Nee. Okay. Das heißt, als wenn wir den noch holen, ist alles Gucci. Okay, das ist noch genau die Relinquish Anima, die wir benutzen können. All according to plan, würde ich mal sagen. Yep. So, nur noch mein Phase 2 drücken. Den Knopf findet der bestimmt noch irgendwann. Ich meine, ich schätze mal, dass er halt irgendwas machen kann und ich nicht hier sowas machen will, weil er hat vorhin noch die ganze Zeit was anketten können. Was soll denn da kommen? Der hat keinen Friedhof. Der will so. Wir würden dann gerne mal. So, dann erst du, dann du. Hm? So. Ja. Ja, du. Diesmal Chainblock, einfach sicherheitshalber, oder weil wir genug haben. So, ja. Ups, war der falsche. Egal, geht auch noch. So, alles wird gechainblockt. Ach, die. So,
Diesmal nehmen wir den richtigen. So, und jetzt mal gucken. Jetzt müsste es ja funktionieren, wenn wir den hier tributen können. Ja. There we go. Mhm. Dann letzte Verdeckte. Ja. Wow. Oh wow. Ja, schätze ich. Welcher Effekt war das? Okay, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das hat sich jetzt gebanished und dann. Ah, zubucken. Okay. Ah, okay. Dann halt keine Anima. Macht nichts, wir machen ja Piercing Damage. Ach ja, das Angebot hatten wir natürlich beim ersten Mal nicht, weil beim ersten Mal Dimshifter noch live war und das Ding direkt ins Exile gewandert ist. Genau. Ja Mensch, Kollege, was kann eigentlich die Permanente? Macht die irgendwas? Ja, wenn wir einen Effekt aktivieren und er einen Dark Magician oder Dark Magician Girl kontrolliert und es jeweils andere im Friedhof hat, kann er sie tauschen und den Effekt annullieren. Also gerade nichts. Dürfen wir mit Relinquished auch was? Nein, es muss Face-Up sein. Wir können aber hier reinschlatschen und hier Piercing Damage machen, weil die Peanuts killen ihn eh nicht. Also, wir haben hier Liefel gewiss, weil ich nicht wusste, weil ich vergessen habe, was die Karte macht. Aber wenn wir jetzt hier reinstiefeln, macht das Piercing Damage, glaube ich, oder? Oder was der andere? Ne, der macht Piercing Damage. Das wären 2,8, wenn wir hier reinrennen. Wenn wir hier reinrennen, sind es einfach nur 800. 800, 1400, 2100, 2700, 3200, blank nicht. Ist aber mehr als 2,8. Ja, aber dann haben wir danach noch den Linkischen Anima mit 2,5 Attack auf dem Feld. Ich wäre, glaube ich, trotzdem dafür, einfach drüber zu rennen. Okay. Weil mattert ja eh nicht, also realistisch gesehen nicht. Ja klar, die Anima war nur eine Idee, um den Equipspell loszuwerden. Okay, nächstes Mal, wenn er was vorschlägt, erst lesen, was der Effekt machen würde. Ja, komm, wir wissen beide, Karten lesen wäre zu einfach. Indeed. So, aber dann was will dann würde ich sagen, mindestens eine, wenn nicht sogar beide, nee, beide reinschaffeln, nachziehen. Wobei, das ist eigentlich der eine, der jetzt noch was macht. Dann lass den anderen reinschaffeln. Ja. Schaffen wir nur einen weg. Okay. Wow. Set go. Okay. Ich meine, es ist typisch. Aber okay. Ich sehe jetzt, dass das ein Tug, dass das so einer ist, der hier so eingerollt liegt und nicht das hier der Kopf und das hier eine Sonnenbrille ist. Aber so sah es erst für mich aus. Ja, there we go. There we go. Gut. Umbauen. Da sind wir. Also wir haben ein Snowl, ein Empen, Dimshifter, Ash, Eagle, Stritch, Robina, Toucan. Wie immer super Wortwitze bei den Namen. Zwei Pots, Terraforming, also zwei verschiedene Pots. Dave, Set Rotation, Dimfisher, Unknown Wind, Elbors, Map, Featherstorm, City of Dreams, Makrokosmos und Scary Sea. Also, fundamentales Deck dieses Problems, wenn du nicht ein Della Level 1 erziehst. Fundamentales Problem dieses Decks.
fundamentales Problem dieses Decks ist, wenn du auf der Starthand, vorausgesetzt, du hast nicht schon alles, was du haben willst, wenn du auf der Starthand nicht den oder den hast, im besten Fall den, hast ein Problem. Weil nur der hier oder nur der hier im ersten Zug macht nichts. Außer du hast den Fieldspell. Deswegen, du willst eigentlich die Kleinen haben, du willst nicht nur einen Kleinen haben. Status Quo ist die Chance, etwa 75% auf der Starthand einen Kleinen zu haben, aber du willst jetzt vielleicht mehrere haben. Das ist nicht so gut. Gleichzeitig willst du die beiden aber auch nicht mehrfach spielen. Gerade wenn du anfängst, macht der halt im ersten Zug oft gar nichts. Außer du hast vorher einen Pott gezündet oder sowas. Genau, also ich stimme den Ratios der Kleinen überein. Man kann nicht mehr als diese 9 spielen. Es geht halt nicht. Du brickst dir mit dem Krempel sonst die Hand zu. Man könnte aber dafür sorgen, dass man mehr Zugänge auf die Kleinen hat. Zum Beispiel. Damit. Ja, das ist wahrscheinlich nicht worth it. Aber wir packen es mal als Überlegungs. Richtig. Ja. Dann, wir haben es uns schon überlegt und gestern auch gesehen tatsächlich. Und wer ebenfalls eine Idee ist, der nämlich auch ein Winged Beast ist, ist der Dude. Dem Gegner bist du 3 Handkarten abzuräumen. Warum nicht? Ja. Beide sind searchable, also deswegen als One-Off. Genau. Des Weiteren denke ich, ich meine, jetzt müssen wir erstmal Platz schaffen im Deck, ne? Ja. So. Ich denke, wir brauchen allerhöchstens einen von den permanenten Spells. Ja, weil der ist halt, wie gesagt, wenn man den denkt. Den will man mal haben, dass der ganz. Weil der ist cool. Aber der bringt halt nur was, wenn du einen großen auf dem Feld hast, weil mit denen geht's ja alles nicht. Genau. So. Ich würde wahrscheinlich den Simok Field Spell und den anderen Ding cutten, weil die tun irgendwie auch nicht viel. Also die helfen dir halt auch nicht dabei, an deinen Blödsinn ranzukommen. Nee, der Simok Field Spell ist halt, wenn du normalst. Du musst halt, die Effekte ist, das ist halt wie bei, wie heißen sie? Furhire. Die Effekte müssen nach und nach alle durchkommen. Wenn ein Effekt irgendwann unterbrochen wird, wegen Ash oder sowas, geht's nicht weiter. Wenn du noch was auf der Hand hast, kriegst du mit Elbows noch eine Normal Summon. Allerdings kriegst du das auch mit dem hier, von daher. Eben. Das halt wir können ja erstmal reinschmeißen, über 40 Karten gehen und dann wieder runtercutten. Richtig. Ja? Also ich würde mal sagen, so. Reiser kommt auf jeden Fall rein. Und ich finde Viracocharaska besser als Apex Avian, tatsächlich. Ja, also ich würde auf jeden Fall 2 weitere reinwerfen. Entweder Doppel-Mega-Riser oder ein Rasker und ein Mega-Riser. Da wir beide searchen können, würde ich beide nehmen. Ja, der Earthborn Immortal ist halt bombenmäßig. Also, wenn du gut hast. Du musst halt genug Spell-Traps haben, zum ins Deck zurücklegen. Ja. Das ist halt an sich schon bombenmäßig. Das muss man testen. Aber wir können es ja dann testen. Ja, wir können ja Testende machen, nachher theoretisch sogar direkt. Aber genau. Dem Gegner halt im ersten Zug 3 Handkarten, das ist halt, ich meine, gut, sie werden auf den Friedhof gelegt und nicht ins Deck zurückgeschaffelt. Aber trotzdem. Ja. Das tut normalerweise trotzdem weh. Der discarded random. Okay. Ja. Weil wenn er sich aussuchen dürfte, dann wäre die Karte unspielbar. Ja. Okay. Vor allem kommen wir dazu mit dem Schiff, das ist halt dann noch mehr, also dann ist es richtig nasty. Ne? Wenn die Karte ins Exile gehen. Okay. Ja, wenn man dem Schiff noch als erstes zündet, dann wird es richtig dumm. Dann würde ich Pot durch Pot ersetzen. Also den, wie heißt er? Extravagance durch Prosperity. Prosperity, danke. Da. Genau. Ja, weil wir brauchen nicht plus 1, wir brauchen bestimmte Karten. Plus 1, wir kümmern uns darum, die richtigen kleinen Stöcke zu haben. Ja. So. Das und Pot of Prosperity ist nicht die, muss nicht die erste Karte im Zug sein. Richtig. Man kann dafür argumentieren, oder beziehungsweise erstmal, ich würde die Trap, die eine Summon im Gegnerzug erlaubt, 3-mal spielen, weil jetzt wollen wir die haben. Da wir. Stimmt, mit Riser Rasker und so. Und den Riser haben, ja. Also wir wollen die haben. Stimmt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir unbedingt Makrokosmos haben wollen. Der ist halt schon gescheit gut. Ja, wir haben halt schon ein paar Karten, die auch einen Friedhof wollen. Aber andererseits bei uns Stundstürzen, wo den meisten. Bei uns ist das nur ein bisschen nervig, den meisten Decks killt's halt wirklich. Genau. Über Dimmfischer lasse ich argumentieren, aber ich denke, Makrokosmos ist zu gut.
So. Ja, dann würde ich Fischer, glaube ich, auch drin lassen. Es gibt so eine lustige Win-More-Karte, nennt sich Wing Requital. Mach ich's auch mal. Also basically, wenn du ein paar von den kleinen hast, darfst du 600 Life Points zahlen, zwei Karten ziehen. Das ist eine harte Win-More-Karte, holy shit. Das Problem ist dabei, A, in einem Standard First Turn hast du niemals zwei, weil du chaint ja Normal Summon an Tribute Summon, in denen der die Spell sucht, und dann war's das und dann hast du genau den. Im Standard ersten Zug ist das alles, was kommt, ja. Genau. Und du kannst ja zwischen die Normal Summons, du hast zwar zwischendurch mal kurz zwei auf dem Feld, aber da darfst du halt dazwischen das Requital nicht schmeißen, weil es kein Quickplay ist. Von daher denke ich, ist das nicht worth it. Das ist cool, aber das ist so ähnlich wie Numeron Call im Numeron Deck. So, ja, das kann vier Karten ziehen, aber nein. So. Jetzt müssen wir eigentlich, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, alles, was wir haben wollen und müssen Platz schaffen, oder? Vorausgesetzt, wir tun den Jack in the Hand nicht rein, dann ja. Ich denke, wir können das nicht machen. Also, gerade mit Prosperity muss es eigentlich... Ja, mit Prosperity müsste es eigentlich reichen, das ist richtig. Weil mit Prosperity siehst du ja nochmal sechs Karten. Das heißt, du hast nochmal eine... Wenn du nichts auf der Startseite hast und Prosperity hast, hast du nochmal eine 75-prozentige oder noch höhere 85-prozentige Chance, mit Prosperity dann einen der Kleinen zu sehen. Ja, also mit Prosperity müsste jetzt eigentlich reichen. Genau. Ich glaube, also extra elektrotechnisch. Die ist dann jetzt schon sehr gering. Ich weiß nicht, ob wir extra elektrotechnisch irgendwas großartig machen müssen, weil ich meine, Anima schon. Macht mal was. Ja, doch, wir müssen. Aber ja, stimmt. Weil jetzt fliegen die Karten ja nicht mehr random raus. Stimmt, jetzt können wir uns ja mehr verschiedene Sachen reintun, die es noch was weiterbringen können, ist richtig. Ich würde noch eher überlegen jetzt, wegen Cuts. Also, wenn wir das Deck mal gerade intelligent sortieren, ne? Also, wollen wir diese vier großen Stöcke haben? Wollen wir den anderen großen Flandery-Stock haben, also den schlechten, in Anführungszeichen, großen Flandery-Stock haben? Wollen wir den überhaupt haben? Was heißt schlechten? Das gesamte gegnerische Board zubucken zu können, gibt genug Decks, die das killt. Mich stört das so ein bisschen, dass er das nur im gegnerischen Zug machen kann. Das ist ein bisschen schade, ja, aber eigentlich wollen wir ja auch anfangen. Dann genau triggerst du ja. Nochmal. Wenn wir Tribute sammeln. Und man kann beide Effekte genau. Im gleichen Zug benutzen. Und eigentlich reicht einmal zu flippen. Aber das kann man erstmal noch testen. Inwiefern der wirklich kommt und ob wir ihn jetzt noch suchen, das muss man dann sehen. Aber kann man den ersetzen durch einen zweiten von den Spelltrap-Searchern. Ich würde ihn aber mal noch drin lassen. Okay. Also, dann. Dimshifter bleibt drin. Ashes müssen wahrscheinlich auch drin bleiben, die sind ein bisschen zu gut. Die neuen kleinen bleiben drin. Feather, dass das zubastet. Auch wenn man nicht von der Hand aktivieren kann. Wahrscheinlich, ne? Ja, Feather Storm, meine ich. Ich meine halt, einen gesamten Zug, alle aktiven Monster-Effekte ja. Zu blocken. Das ist halt... Er ist ein bisschen zu gut, wenn du first gehst. Das heißt, um auf 40 zu kommen, müssen wir entweder Dave und Dimfischer cutten. Oder wir machen einfach so. Wie wir sowieso oder, machen wollen. Genau. Wie wir oder Simok und Dings. Wollten wir sowieso machen, fällt mir gerade ein. Ja. Okay. Ja, dann und jetzt können wir noch das Extra-Deck. Dann sollten wir keinen Jack in the Hand brauchen. So, das heißt, alles Doppelte kann mal raus. Wir können zweitens drin lassen. Zweitens können wir drin lassen gegen Maximus. Wir haben Nova gegen Maximus. Ja, also wir legen Nova ins rein. Ja gut, schon mal wieder. Den Cyber End brauchen wir auch nicht, weil wir legen ja, weil Nova holt ja Mechaba. Ja. Der Cyber End war wahrscheinlich nur eine Alternative zum Mechaba gedacht. Genau. So, jetzt haben wir alle, die wir brauchen.
So, jetzt können wir Bullshit reintun. Oder Sachen, genau. Oder noch andere Sachen, die wir brauchen. Ich würde einen Access Code reintun. Einfach weil Access Code. Falls wir in so einer Situation landen wie gerade eben, dass man mal, ne? Ja, einfach weil jetzt, wir hätten gerade unseren Zug einfach hochlinken können und bumm. Ja. Ja, das ist richtig, deswegen kann auch, dafür ist auch Unicorn dann gut auch. Genau. Sieben Superpoly-Targets? Oder brauchen wir Relinquish ein zweites Mal? Also wenn wir nicht irgendwas von denen zweimal brauchen, würde ich jetzt legit einfach vielleicht noch Cerberus? Ich glaube, dass wir einen Cerberus brauchen. Theoretisch könnten wir auch den... gibt's nicht diesen einen Idioten, der mit zwei Einsern gebaut wird, des IDXs, was direkt stiefeln kann oder nicht durch Kampf zerstört werden kann oder sowas? Direkt stiefeln fällt mir gerade bloß Babytiere. Lurelusk ist das Ei. Guck mal. Ach so, den meinst du. Lurelus. Oh, die kriegen auch was Neues, sehe ich gerade. Auch interessant. Oh, die können wir uns gleich mal angucken, die neuen. Aber erstmal die alten. Der war halt nicht. Nee, dann war es der andere. Der war halt. Okay. Aber guck, was die neuen können. Das ist gut. Das ist actually gut, ja. Also für Lurelusk, nicht für dieses Deck. Ja, für Lurelusk, aber ja. Auch gut. Und, ja, also gut für Lurelusk auf jeden Fall. Das würde ich sogar fast einmal spielen. Und das könnte, ja, ich meine, von dem Spelltrap. Ich meine, das ist im Endeffekt ein Night Phoenix, der keine Handkarte kostet. Ja, dann spielen wir einmal das Ding. Dann einmal eine Nightingale. Holy fuck, und wie viele Karten kriegen die? Und dann können wir noch Overlay und Zeus, also hier. Ja, klar, Dings, wenn Zeus und das Downard. Ne? Und dann jetzt auch noch drei Super Poly Targets. Downard geht, oder? War... Ja, genau. Dann drei oder niedriger, ja. Genau, passt. Ja, und dann einfach noch drei Super Poly Targets. Keine Ahnung, Starving Venom geht immer. Ja. Gibt's irgendwas, was Ultimate Ness weglegt? Harald? Meinst du? Ja. Och, gibt's bestimmt. Wir können ja mal kurz gucken. Okay, schon mal nichts, was ein Ritualmonster haben will. Despia. Nee. Dann schätze ich mal einfach einen Mud Dragon, oder? Wobei, die sind ja immer Fairy und Licht, also geht Mud Dragon auch nicht. War jetzt konkret, Harald. Wären wir den nicht sinnvoll los. Könnte man denn noch? Achso, klar, Ferry. Ja, blöd. Nein. Nee. Wow, es gibt echt nichts, was generisch Licht, generisch Lichtmonster, generisch Ferry-Monster oder generisch Ritualmonster haben will. Ich bin beeindruckt. Wird einfach ein Mud Dragon. Ja, der schadet nie.
Ein Versuch noch. Keine Ahnung, noch den Etignister-Idioten. Cybers und Link Monster, ja, das würde funktionieren. Gegen, Dings. Ja. Salat. Mhm. Dann versuchen wir das mal so, schätze ich. Und je nachdem, wie gut die Hände funktionieren, vielleicht den hier raus. Ja, und vielleicht den Earthbound Immortal wieder raus, je nachdem, ob wir konstant... Der ist auch mal nur experimentell. ...werfen können. Gut. Gut. Dann bis Freitag.